Moin und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake. So, wir sollen jetzt wirklich Richtung zum See. Wir sollen den See überqueren. Mal gar keinen Bock drauf. Aber gut. Da werden wir nicht drum rumkommen. Warte mal. Ja, ziemlich großes Tor hier. Jetzt zu, definitiv. Kann ich noch irgendwas herstellen? So. Flinte, die wir machen sollen. Gewehrmunition. Na, ich warte. Flint ist besser. Neuer Auftrag. So viele Aufträge hier. Ah, guck mal. Okay. Ey, hier sind drei Sachen drin. Ist das normal? Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Was zum Geier? Warte mal. Auch scheiße. Ich glaube, gab es hier Riesen? Kampf der Medaillons 2. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist mit ihnen verseucht und ich bin ihre Gegenwart leid. Also Leute gibt's. 5 Stück. Wir kriegen 4 Spinelle dafür. Oh je. Also ich kann euch nicht versprechen, ob wir die jetzt alle finden, ne? Das wird hier ein ganz normaler Durchgang. Was war das? Und wenn wir dann mal ein, zwei übersehen, dann ist es halt so. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das erinnert mich an was. Ging das nicht auch? Trophäe! Blendend gelöst. Ach, das seht ihr selbst. Mach Sitz! Aber auch ekelhafte Viecher. Das können wir erstmal aufsammeln. Das gehört. Hört ihr das? Scheiße. Ich glaube, hier gab es Riesen. Ein geiler Sound, ey, Mist. Hey, Riese. Ich bin gar nicht ausgerüstet für sowas. Diesmal haben wir den Schlüssel. Passt nicht. Okay. Oh, der Händler. Ah ne, das ist hier drinne. Komme ich da rein? Schießpulver. Kann ich? Warte mal.
Sehr schön. Hä, war blaue Flamme nicht für Händler? Genau. Was? Ein Fahrstuhl? Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut. Ja. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Händlertipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen, wie wäre es, wenn du sie verkaufst und mit der extra Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Ja, ich habe auch schon überlegt. Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Das ist genau wie bei Teil 8. Es gibt keinen Hakenpartner. Wir wollen nur dein Bestes. Ja, mein Geld. Du Arsch. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Mann, ich brauche einen Koffer. Ich brauche mehr Platz. Erstmal verkaufe ich das. Ich kaufe fast alles. Dann das. Ah, wenn ich alle drei verkaufe, kriege ich 9,5. Ein hervorragender Deal. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Aber wir bringen ja auch keine Kohle, wenn ich die verkaufe. Es bringt keine Kohle. Erst wenn ich eine verbesserte Version kriege, dann verkaufe ich die. Wäre das aber alles? Ich brauche echt Platz, ey. Ich brauche echt Platz. Oh, guck mal. Automatisch. Jederzeit wieder. Naja, passt schon. So, runterspringen. Sechseckiges Teilstück. Okay, das brauche ich. Es gab jetzt drei Wege. Der Fahrstuhl, runterspringen und jetzt diesen hier. Und das? Das ist der Grund, warum ich nicht runter will, da. Da drüben ist irgendwas.
glaube, bei diesen Stümpfen hier, da war auch ein Schatz irgendwie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Geht's doch runter zum... Oh, nee! Ah, warte mal. Das muss ich mir noch mal kurz überlegen. Warte mal, warte mal, warte mal. Da gab's ja... Ich gehe mal zum Fahrstuhl. Da geht's bestimmt auch irgendwo hin. So. Ach gut. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben, die nachher. Jettonautomat mit 3 silbernen oder 3 oder goldenen Jetons. Können Sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen? Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar. Noch dazu kostenlos. Basierend auf dem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Tausche deine Automaten, ja. Na komm, probieren wir mal. Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss allein nicht getan. 3, 2, 1, leg los! Das war schlecht. Ich hätte die Totenköpfe treffen müssen. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Komm. Oh, jetzt hab ich schon ein Scharfschützengewehr. Fantastisch. Hervorragender Schuss. Nachladen. Doppelkill. Sehr gut. Hey, es war gut.
Ich hab 6 Totenköpfe verpasst? So, so. Fast besser als oh Gott! Scheiße! Oh shit! Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Ja, ja. Genau so. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ach, hau doch ab. Nein. Das ist nicht so einfach. Oh Gott. Das war schlecht. Gut, mal gucken, ob wir was kriegen können. Du gehst schon. Ach, wenn du meinst. Talismane können an jeder beliebigen Schreibmaschine über Koffer anpassen gewechselt werden. Don Esteban. Don Esteban. 50% häufiger Herstellerbonus auf Flintenmunition. Okay. Gut. Hätten wir das auch? Schreibmaschine. Koffer anpassen. Kriegen wir denn mehr Munition oder wie ist das? Stimmt, oder? Cool. Den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, sorry. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Was kriegen wir denn hier? Hier gibt es noch einen Schatz. Ah, wir haben keinen Schlüssel. Irgendwas höre ich hier. Ich höre hier irgendwas. Okay, wir müssen zum See. Ach, Mann. Naja, vielleicht später.
Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt so viel, wie er braucht. So, hier geht's runter. Shit. Verdammt nochmal. Das war jetzt nicht mein Plan. Hier gab's Krokodile. Scheiße. Wo kommst du denn her? Das muss ich mir nachher mal angucken. Wo kam der denn auf einmal her? Oh nee. Davon gibt mir die Muni auch langsam aus. Oh. Wissen die, wo ich bin? Oh.
Mensch, hast du ein dickes Fell. Ey, die geben auch keine Munition, die Hunde, ne? Ah, guck mal. No. Ich brauche unbedingt dafür Munition, ey. Oh nein. Mach doch keinen Scheiß, ey. Oh, den habe ich erwischt. Forellenbarsch. Passt nicht. Benutzen. Bin geheilt. Sehr schön. Erstmal schön Sushi essen. Schwimmt noch was. Eine Viper. Die muss mit. He, she, it. Das S muss mit. So, damit haben wir die drei. Die verkaufen wir dann nachher. Gut, rechts oder links? Hier ist auch eine Sprengfalle. Mist.
Zimmer! Scheiße. Passt nicht. Die Bolzen langsam. Da muss der vorzielen. Ja, genau. Habe ich alle wieder? Ne, mir fehlen zwei. Scheiße. Wieso fehlen denn zwei? Halt. Da ist einer. Und da ist auch noch einer. Oh. Ah ja. Das zielen über noch. Gut, wir können wieder einen Schatz bergen. Fischt hier irgendwas oder was ist das für ein Geräusch? Was ist denn das? Ah, eine Schlange. Ich brauche keine mehr, danke. So, gehen wir jetzt hier rein oder gehen wir da hoch? Warte mal, ich gehe mir erstmal hoch. Ach, guck mal hier. Udo hängt auf 7:30. Da kommen neue. Was ist hier los? Runter hier. Rohstoffe L passt nicht. Ei könnte ich wegschmeißen. Ich will es aber nicht wegschmeißen. Sie probiert es nochmal. Welcome to Jackass. Oh nein. Puh. Glück gehabt. Aber wie kriege ich jetzt dieses... Ah, irgendwo ist leer geworden. Ey, wir können das herstellen. Doch, dit und dit, aber brauche ich gerade nicht. Jetzt passen die Bolzen nicht. Tja, dann
Nochmal grün-rot. Da passen auch die Bolzen nicht. Ich krieg die Krise. Ich muss die Schlangen loswerden. Vorsicht, das kann ins Auge gehen. Ja, genau. Die schießt. Entschuldige mal, die schießt durchs Holz. Boah, ein bisschen fair bleiben hier, ne? Sorry. Mein Gott. Es geht mir langsam auf die Eier. Ah, das kann ich jetzt nehmen. Das Ei. Somit kann die Schlange hierher. Und das Messer, ja, warum auch stacken? Muss ja nicht sein. So, oh, ich überziehe schon wieder hier. Gut, würde ich sagen, mache ich erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.